In dieser Lektion kommen wir zu einer relativ neuen Funktion, die in der Desktop-Version von PowerPoint angeboten wird. Und diese Version oder diese Funktion nennt sich Cameo. Cameo dient dazu, dass man seine Präsentationen so eine Art Live-Effekt hinzufügt, dadurch, dass man sich selbst aufnimmt, wenn man eine Kamera am Computer angeschlossen hat und dadurch, insbesondere wenn man jetzt die Präsentation beispielsweise für ein Webinar benutzt, selbst in der Darstellung erscheint und dadurch die ganze Präsentation lebendiger wird. Natürlich kann man diese Möglichkeit auch benutzen, wenn man eine Versammlung hat und über einen Beamer beispielsweise die Präsentation zeigt und man selbst Bestandteil der Präsentation ist. Wir haben jetzt hier einmal unsere Präsentation für unseren Hauptkurs über PowerPoint. Und diese Präsentation besteht aus 3 Seiten und ich werde die jetzt einmal so anpassen, dass Cameo integriert ist und auch mit unterschiedlichen Möglichkeiten konfiguriert ist. Ich habe jetzt hier als erstes einmal dieses Bild. Und das Bild nehme ich raus, weil ich es durch die Kamera ersetzen möchte. So, und jetzt kann ich Cameo einfügen. Und zwar dazu gehe ich auch hier oben links auf Einfügen. Und ganz rechts habe ich hier die Möglichkeit Cameo. Und wenn Sie dort einmal auf den Text achten, dann sehen Sie Cameo einfügen. Fügen Sie Ihren Folien nahtlos einen Kamerafeed hinzu, um Ihre Präsentationen ansprechender zu gestalten. Wenn ich jetzt einmal hier draufklicke, dann kommt die Kamera direkt ins Bild. Sie sehen das hier unten auch in der Vorschau. Ich bin dort zu sehen und ich kann natürlich diese Darstellung dort platzieren, wo ich das möchte. Dass es standardmäßig hier unten in die rechte Ecke geht, ist keine Einschränkung. Es kann auch nach links oder nach oben, nach rechts, je nachdem, wo das bei Ihnen am besten passt, platziert werden. Und Sie sehen dann die Aufzeichnung auch hier immer in der Vorschau. Sie sind auch nicht daran gebunden, dass Sie die vorgegebene Größe benutzen. Sie können auch verkleinern und Sie können auch vergrößern. Nach horizontal und vertikal, ganz wie Sie es für Ihre Darstellung benötigen. Wenn ich mich jetzt hier wieder komplett hereinhaben möchte, gehe ich halt einfach wieder etwas nach oben. Dann sind Sie auch nicht darauf beschränkt, lediglich quadratische oder rechteckige Kameraeinstellungen oder Kameraeinblendungen zu übernehmen. Sie haben hier oben die Möglichkeit, verschiedene Kamerastile zu übernehmen. Sie können einmal auf diese entsprechenden Möglichkeiten klicken. Hier ganz links, das hat den Tooltip-Text keine Formatvorlage. Wenn ich einmal da drauf drücke, passiert nichts. Wenn ich eins weitergehe, dann habe ich diese ursprüngliche Möglichkeit. Ich kann auch mal hier auf einen einfachen Rahmenkreis gehen. Und jetzt sehen Sie, dass sich die Darstellung so geändert hat, dass ich im Kreis bin und wir können auch den Kreis natürlich problemlos vergrößern und verkleinern und verschieben. Dann gibt es den Schattenkreis zentriert. Es gibt den Kreis mit weichem Rand. Das sehen Sie jetzt hier außen. Dann gibt es auch die Schattenraute zentriert. Und es gibt auch das Schatten-Sechseck konzentriert. Das sind also die Möglichkeiten, die Ihnen hier zur Verfügung stehen. Aber das lässt sich noch weiter ausbauen. Ich gehe mal zurück auf den Kreis. Und dann haben wir hier Kameraform.
Und wenn ich auf Kameraform gehe, dann kann ich aus all diesen Möglichkeiten hier mir eine Form heraussuchen. Beispielsweise kann ich diesen Stern hier nehmen und dann habe ich diese Kameraform. Ich kann sogar auf einen Pfeil gehen. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und Sie haben hier auch noch die Möglichkeit, die entsprechende Form zu drehen, falls das einen Sinn ergibt. Sie können gerne einmal all diese Möglichkeiten ausprobieren. Sie können sogar, wenn Sie für Ihren Liebsten oder Ihre Liebste eine Präsentation machen, das Herz nehmen und dann das Herz vielleicht auch noch etwas vergrößern und haben dann auch diese Möglichkeit. Wie gesagt, da können Sie selbst alles ausprobieren, was Ihnen gefällt und was Ihnen sinnvoll erscheint. Auch so etwas ist möglich und Sie können natürlich auch die Kamera etwas anders platzieren, sodass die Aufnahme dann auch zu der passenden Form geht. Was haben wir noch? Wir haben dann auch die Möglichkeit, mit einem Kamerarahmen für Cameo zu arbeiten. Geben Sie Farbe, Breite und Linienart für die Kontur des ausgewählten Objektes an. Ich denke mal, das, was wir hier haben, das sieht da nicht so sehr gut aus. Ich nehme mal den ganz normalen Kreis und jetzt gehe ich mal auf Kamerarahmen und ich kann jetzt hier aussuchen, wie groß soll die Kontur sein. Gehen wir mal auf 3 Pixel und wir setzen die Kamerafarbe auf weiß, damit das mal auffällt. Und jetzt habe ich hier diese Kontur um mich herumgebracht oder beziehungsweise um die Aufnahme. Das, was ich jetzt als Rahmen eingestellt habe, wird natürlich nahtlos angezeigt in dem Objekt, das ich gerade eingestellt habe. Wenn ich jetzt hier auf diese Raute wechsle, dann müsste ich den Kamerarahmen wieder neu machen. Jetzt habe ich schon mal die Farbe genommen. Jetzt gehe ich auch wieder auf die Stärke, auf die 3 Pixel. Und jetzt sehen Sie, habe ich auch in der Raute die entsprechende Kameraform oder diese entsprechende Kontur. Die Kontur kann natürlich jederzeit wieder herausgenommen werden und dadurch, dass Sie ja für Cameo die Vorschau haben, können Sie jederzeit probieren, bis dass Sie die im Endeffekt passende Lösung gefunden haben. Dann gibt es hier auch noch Kameraeffekte. Ich schalte mal wieder zurück auf den Kreis, lasse den Rahmen jetzt oder nehmen wir den Rahmen auch wieder rein. Ich nehme wieder jetzt einmal gelb. Und ich werde auch die Stärke wieder erhöhen. Sie sehen, Sie haben hier auch eine Pipette, um die Farbe für die Kontur irgendwo zu übernehmen. Wenn ich jetzt dieses orangefarbene PowerPoint haben möchte, dieses könnte ich es damit übernehmen. Gehen wir auf die Stärke und wir gehen wieder auf 3. Und wir haben auch die Möglichkeit, verschiedene Striche uns auszusuchen. Wenn mir die durchgezogene Linie nicht gefällt, dann kann ich sie auch auf gepunktet machen. Ich kann den runden, ich kann viereckig nehmen. Und hier gibt es sogar noch eine Möglichkeit mit weiteren Linien. Wenn ich da draufklicke, dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, noch weiter auszusuchen. Schließen wir das mal wieder, denn das ist nicht so ganz interessant. Was vielleicht noch interessant ist, ist, wenn ich hier auf 3D-Format gehe. Ich klicke einmal hier darauf und hier sehen Sie aber, und das ist wichtig, dass Sie das wissen, Sie können im 3D-Bereich, also bei der Formatierung, nichts einstellen. Das geht nur bei Formen und bei Bildern und Texten, aber das geht nicht hierbei. Und die 3D-ung, wie Sie sehen, ist auch ausgegraut. Also da müssen Sie nicht versuchen, viel zu machen. Und wenn wir auf die künstlerischen Effekte gehen, auch die stehen nicht zur Verfügung. Also schließen wir dieses Fenster Kamera formatieren wieder und ich gehe noch einmal auf den Kamerarahmen, gehe auf die Striche und ich mache das jetzt einmal rund. Und wenn ich jetzt irgendwo hinklicke, dann sehen Sie, dass ich jetzt diese Kontur habe
Und zwar eine gepunktete gelbe Linie. Der nächste Punkt, den wir uns einstellen können bei der Kamera, da muss ich natürlich wieder hier drauf gehen, damit ich das auch alles bekomme, ist, Moment, wir gehen wieder auf Einfügen und wieder auf Cameo. So, den brauchen wir jetzt nicht. Jetzt sind wir wieder hier drin und wir haben hier noch die Möglichkeit, auch Kameraeffekte einzustellen. Wenn ich einmal hier draufklicke, dann haben wir hier die Voreinstellung, die ist jetzt ausgegraut, da haben wir natürlich nichts. Und dann haben wir hier auch die Möglichkeit, noch mit Schatten zu arbeiten. Und zwar Schatten nach außen, Schatten nach innen und Schatten in der Perspektive. Ich nehme jetzt einmal diese Möglichkeit. Und dann haben wir es wieder hier drin, aber auf dem schwarzen Hintergrund sieht man den Schatten jetzt natürlich nicht so sehr gut. Jetzt habe ich die Kamera ausgeschaltet. Sie sehen, wenn Sie in der Mitte auf das Kamera-Icon klicken, dann ändert sich das auch alles. So, gehen wir wieder auf die Kamera und wir gucken uns mal weitere Effekte an. Nehmen wir mal den Leuchteffekt. Wenn ich zum Beispiel dieses Gelbe hier nehme, dann habe ich einen Leuchteffekt von 11 Punkten. Und Sie sehen, jetzt habe ich hier um die Linie herum, um die Kontur herum, diesen gelben Leuchteffekt. Ich kann natürlich hier auch einmal auf Leuchtoptionen gehen und dann haben wir hier diese Möglichkeiten, um etwas einzustellen. Hier habe ich jetzt die Farbe Gelb. Ich habe die Größe von 11 Punkten für den Leuchteffekt. Den kann ich natürlich vergrößern. Ob das so noch interessant und gut aussieht bei 92, muss jeder selbst wissen. Ich gehe mal auf 15 und wir können natürlich auch die Transparenz verändern. Wir können hier bei 100% dieses Leuchten komplett herausnehmen. Und je weiter wir nach unten gehen in Richtung 0, desto stärker wird diese Farbe angezeigt. Und die Farbe kann natürlich jederzeit geändert werden. Und wir haben hier auch noch unsere weiteren Leuchteffektvorgaben. Ich kann jederzeit umschalten. Jetzt bin ich auf Orange. Sie sehen das hier an der Farbe. Ich kann auch die Farbe ändern. Jetzt nehme ich einmal Rot. Und ich mache das mal etwas größer, dass Sie das besser erkennen können. Ist natürlich übertrieben, das so zu machen. Und Rot auf Schwarz passt meiner Ansicht nach auch nicht so sehr gut. Also gehe ich hier wieder auf dieses Gelbe. Und damit hätte ich das hier drin. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, Sie können diese Kameraeinspielung nicht nur auf einer Folie machen, sondern Sie können das auf jede Folie bringen. Sie können es kopieren oder neu anlegen. Ich gehe jetzt einmal auf die zweite Folie und hier haben wir derzeit noch keine Cameo-Funktion. Deshalb gehe ich hier wieder auf Einfügen. Ich gehe auf Cameo, schiebe das wieder an die richtige Stelle und werde das auch wieder umschalten. Hier Klick auf Kamera, dann habe ich das Band für Cameo. Nehmen wir wieder rund, so, das gefällt mir besser und ich kann jetzt wieder über Form und Rahmen und Kameraeffekten weitere Einstellungen vornehmen. Und das kann ich natürlich jetzt auch noch auf die dritte Seite überbringen. Hier habe ich jetzt noch das Bild von mir. Ich nehme das Bild mal wieder heraus und ich gehe auch hier auf Einfügen, Cameo und schiebe das hier herein. Jetzt gehe ich mal auf Kamera, wähle mir die Kameraformen aus und ich nehme jetzt einmal etwas anderes, zum Beispiel das hier. Sieht jetzt nicht schön aus, aber ich möchte Ihnen auf diese Art und Weise nur zeigen, welche Möglichkeiten Sie haben. So, und wenn wir jetzt einmal wieder nach ganz oben gehen, dann haben wir hier auch die Kamera, die erste Folie wieder. Und wenn ich jetzt die Präsentation einmal abspiele, dann sehen wir, wie das funktioniert. Und ich versuche jetzt einfach einmal mit diesen Cameo-Möglichkeiten
Ihnen die Präsentation so vorzuführen, wie wir sie am Anfang gesehen haben, als noch das Foto drin war. Also, ich fange jetzt hier an. Ich klicke auf die Bildschirmpräsentation und jetzt bin ich da. Jetzt hallo und guten Tag. Mein Name ist Volker Buntrock und ich werde Sie als Dozent durch diesen Kurs führen. In dem Kurs anschauliche Präsentationen in Microsoft PowerPoint inklusive 3D-Objekten zu erstellen, geben wir Ihnen Hinweise zur Nutzung von PowerPoint, die Sie vorher vielleicht noch nicht gekannt haben. Was erwartet Sie in diesem Kurs? 35 Lektionen zu vielen PowerPoint-Möglichkeiten. Stimmt jetzt nicht mehr ganz, es sind jetzt 56. Schwerpunkt die 3D-Möglichkeiten in PowerPoint, 14 weitere Lektionen zu 3D. Dieser Kurs lebt. Es gibt regelmäßig Erweiterungen, Aktualisierungen und neue Tipps. Bereits mit der Erstveröffentlichung stehen Ihnen über 8 Stunden Lernvideos zur Verfügung. Lernen Sie ganz nach Ihrem Interesse und gehen Sie die Lektionen nacheinander durch. Setzen Sie Ihre persönlichen Lernerfolge schnell in der Praxis um. Beeindrucken Sie Ihr Umfeld mit Ihrem neuen professionellen Wissen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Fangen wir also gleich an. Sie sehen, so ist die Präsentation etwas lebendiger, zumindest nach den Aussagen von Microsoft. Und ich selbst finde das auch so, dass das der Fall ist. Nach dem Ablaufen der Präsentation sehen Sie hier, dass die Kamera automatisch wieder ausgeschaltet worden ist, aber ich schalte sie wieder ein. Und ich denke mal, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, wo man allerdings darauf achten muss, ich mache das jetzt im Moment noch nicht so sehr besonders gut, ist, dass man auch den Blickkontakt mit seinen Zuschauern über die Kamera hat und nicht immer nur auf den Bildschirm schaut, also quasi an den Zuschauern vorbei. Aber ich denke mal, das ist Übungssache und das werden Sie auch sehr schnell hinbekommen. So, das ist das, was ich Ihnen jetzt zu Cameo erklären möchte und ich hoffe, dass Sie selbst einmal die Möglichkeit haben, diese Funktion zu nutzen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an diesem Thema.